Das Gymnasium in Neutraubling wird generalsaniert und erweitert. Für die Bürgerenergieregion Regensburg ist der Neubau die Gelegenheit, eine Photovoltaikanlage auf dem Schuldach zu installieren. Joachim Scherrer, der Vorsitzende der Genossenschaft, erklärt uns vor Ort die Pläne. Circa 80.000 Euro soll die Anlage kosten, der Strom direkt vom Gymnasium verbraucht werden. Auf dem Nebengebäude steht schon eine Anlage, seit 7 Jahren liefert sie verlässlich Strom. Und doch steht der Neubau auf der Kippe, aufgrund des sogenannten Solardeckels. Dieses Bundesgesetz sagt, dass die Förderung neuer Anlagen endet, sobald die bestehenden eine Leistung von 52 Gigawatt erreichen. Und das wird in wenigen Monaten soweit sein. Die Abschaffung des Solardeckels ist eigentlich beschlossene Sache. Umgesetzt wurde sie aber noch nicht. Jetzt drängt die Zeit. Die Bundesregierung, der Bundestag, hat im Endeffekt nur noch bis 3. Juli Zeit, dann ist Sommerpause. Und es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass es vor der Sommerpause entschieden wird. Dass dieser Deckel vor der Sommerpause auch wirklich per Gesetz aufgehoben wird. Denn wenn nicht, können wir diese Anlage wahrscheinlich nicht mehr bauen. Kalkuliert ist der Neubau mit gut 7 Cent pro Kilowattstunde. Im September sollte alles fertig sein. Wenn der Solardeckel bis dahin nicht fällt, kann die Rechnung nicht aufgehen. Wir können nicht Geld einfach investieren, wo wir nachher nicht wissen, dass das sich in der Investition wieder rechnet. Denn am Schluss stehen wir mit einer Anlage da, die ohne Vergütung wäre. Das können wir uns für die Genossenschaft nicht erlauben. Seit 8 Jahren schon forciert die Regensburger Genossenschaft die Energiewende. Über 30 Anlagen wurden bislang errichtet. Und Potenzial gäbe es noch jede Menge. Aber der Gesetzgeber müsse die Bedingungen schaffen. So sieht es auch das Umweltinstitut in München. Das Aus für den Solardeckel dürfe nur der Anfang sein, wird in einem 10-Punkte-Plan gefordert. Da steht für uns an vorderster Stelle die sogenannte Sonnensteuer. Denn Bürgerinnen und Bürger, die auf ihrem eigenen Dach Solarstrom erzeugen, werden aktuell seit 2014 eben mit einer Abgabe, also mit der EEG-Umlage, belastet. Das heißt, das trifft aber genau die, die eben mit ihrem eigenen Engagement die Energiewende vorantreiben. Es sei höchste Zeit für eine Solaroffensive, so das Umweltinstitut. Und dafür müsse der Staat nicht mal viel Geld investieren, sondern nur bestehende Hürden abbauen.